Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Mal aber nicht in meinem eigentlichen, sondern woanders, weil ich bin woanders und deshalb muss ich das Video einfach hier drehen. Ich habe einfach Bock, die Folge jetzt aufzumachen. Und zwar öffnen wir heute die Pets DVD aus dem Jahr 2016. Es gibt zwar den zweiten Teil, aber den zweiten Teil fand ich nicht so geil. Jetzt habe ich mir nur den ersten Teil geholt. Und der hat auch 5 Euro gekostet. Das kann man da erkennen, meinetwegen 4,99 €. Und man sieht halt alle Charaktere auch. Also, es gab mal auch ein altes Cover, DVD-Cover. Und dieses hier stammt aus 2019. Da haben die vielleicht das Cover verändert. Hier ist jetzt nochmal ein Bild von dem alten Cover. Könnt vielleicht in die Kommentare schreiben, welches besser war. Auf jeden Fall, hier ist Max. Ich weiß nicht, wie alle noch. Ich glaube, Max, das ist Snowball. Die zwei habe ich vergessen, aber ich habe den Film lange nicht mehr geschaut. Und ja, so die DVD hier aus der Ecke. Und hier sieht man sogar ein Minion, Max, so ein Sing-Charakter, hab den Film schon geschaut, und Gru. Also, ich finde dieses Artstyle ein bisschen cool. Und es sind so 3 exklusive Mini-Movies. Das habe ich schon gesehen. Und jetzt ein langer Text. Das ist Snowball halt. Ja. Und nach diesem langen Text kommen wir auch schon zum Bonusmaterial. Es gibt mal wieder eine Menge Bonusmaterial. Zu einem die 3 Mini-Movies, NTV, ich meine, was NTV ist, das steht für Norm-TV, aber ich kenne nur NTV aus Türkei und aus Deutschland. Würstchen und Rasenmäher-Minions, auch wieder ein Minions-Short. Von den Leuten hinter, Pets trifft das Team. Tiere können sprechen, die Schauspieler, alles über Pets. Frisur für Hunde, das Beste von Snowball. Musikvideo Lovely Day. Hotdog Sing Alone. Ich glaube, dieses Hotdog Sing Alone ist, glaube ich, diese Szene, wo die in der Hotdog-Fabrik sind. Oder ist was anderes? Mein Minion Brian über Pet. Das ist bestimmt ganz genau Brian the Minion auf DVD. Moment mal. Nein, ich habe kein Video gemacht, wo ich 10 Minuten lang meine Stimme komplett zum Arsch gemacht habe. GoPro Pet. Den Trailer von Sing, auch ein geiler Film, und Making of the Minions, also alle 3 Minimovies wurden nochmal gezeigt, wie die es gemacht haben. Der Film mit 83 Minuten, die Sprachen sind Deutsch, Englisch, Türkisch und Bulgarisch. Sag mal, Illumination DVD schauen wir auch über komische Sprachenauswahl, ne? Meistens, also ist es immer Deutsch, Englisch und die eine Sprache ist irgendwie so Polnisch oder so, ne? Immer so eine random Sprache halt, ne? Und dann hier sind genau gleich. Und dann würde ich mal sagen, öffne die DVD. Und das Beste hieran ist, ich muss gleich hier so mit so einem Schlüssel an den Seil. Ich kann einfach direkt hier einfach aufmachen. Und ich muss meinen ASMR machen. Und da kommt mir jetzt rein. Oh, und das Coole daran ist, es ist wieder mit Wendecover und die DVD ist auch gleich geblieben. Weil ich habe mal die DVD mal ausgeliehen. Und da sah die DVD auch so aus. Und die DVD ist gleich geblieben. Dann würde ich sagen, wir stecken den DVD-Player rein, wenn ich wieder zu Hause bin. So Leute, die DVD. Hier, Aras aus dem Schnitt. Ich wollte euch nur sagen, was haben die bitte aus den Farben von Disney Plus gemacht? Die haben es hellblau gemacht. DVD ist drin und wir starten sie. Game Mode off. Oh, das Intro startet ja bisschen schneller irgendwie, ne? Ich war einmal schon im Menü, aber es war als ich DVD irgendwie ausgeliehen habe. Und das war so mit dem alten Cover. Und mal gucken, ob sich das Cover verändert hat. Also das Menü oder gleiches. Okay, das Sprachding ist gleich.
Deutsch, nicht alle Titel. Natürlich, das müssen die aber trotzdem einbinden, ist zwar nervig, aber es stimmt halt. Gibt es eine Vorschau? Erstmal muss ich jetzt halt, wenn ich auf Menü drücke, komme ich direkt in die Sprache. Dann muss ich jetzt das hier leider machen. An dieser Stelle mich auch wieder vom Schnitt. Illumination, tut doch mal etwas. Kann ich immer ins Menü, das nervt. Weil es gibt eine Vorschau und die möchten wir uns leider nicht schauen. Weil Vorschau hat keiner Bock. Wie viele Vorschauen gibt es denn noch, Junge? So. Was hier? Ah, 10 Auswahl. Das zweite jetzt hier war ja, Nummer 6 war ja schon auf dem DVD-Cover zu sehen. Wo mache ich jetzt einen Voice Crack? Keine Ahnung. Das ist ja die Hotdog-Szene, die ist auch geil. Und ja, das war's. Das war die 10 Auswahl. Extras machen wir zum Schluss, weil es sehr viele sind. Hier ist die Sprachauswahl und deshalb. Und hier nochmal die Untertitel, aber wir wollen keine. Nun kommen wir zu den Extras. Natürlich die drei Mini-Movies, NTV, Wirst den Rand mit den Minions und das Making-of. Okay, das Making-of ist bei den Mini-Movies soweit, das spart bestimmt so ein bisschen so Zeit und so, wenn man das direkt da rein tut. Ja, und hier wollen Lust, die Tiere können sprechen, alles über Pets. Frisur für Hunde, das Beste von Snowball, Lovely Day, Musikvideo, Hot Dogs. Ich will mal gucken, ob das für die 10, ob das eine anderes Lied ist oder die 10 oder etwas anderes. Ah, okay, jetzt, oh ja, das ist die 10, genau die meint, jetzt sind die im Universum. Ja, das ist die. Okay, das war's. Warte mal, dann mach ich mal noch jetzt hier weiter, weil wenn ich jetzt auf Menü drücke, dann komme ich direkt in die Sprachen und... Okay, dann war's anscheinend das, was ich genau meint. Oh, jetzt kommt... Das möchte ich auch mal gucken. Aber ich möchte das aufmachen mit NormTV. Ich glaube, es war Teil 3, glaube. Okay, Leute, jetzt hier nochmal... Das, wofür ich meine Stimme für ein Video ausgegeben habe. Ja, NormTV. Das ist auch der Short, der bei dem DVD dabei ist. Und ich mache ein bisschen hier weiter, weil ich keinen Bock habe mehr. Ah ja, warte, da war er ganz kurz. Ja, also den Minimovie gibt es auch auf der DVD. Dann geht euch wenigstens auch, was er sagt, ne? Weil es bleibt ja nur auf Englisch. Warte, ich mache jetzt hier wieder weiter. Okay, das waren die Shorts. Jetzt war mein Minion Brian über Pets, das ist jetzt. So, zurück zu Extras, Dopo, Pets und halt ein Sing-Trailer. Und das war halt die komplette DVD. Dann starten wir kurz das Intro und. Dann würde ich mich mal verabschieden dann. Nee. Bei den neuesten Filmen, da ist dieses Ding eigentlich, also der komplette Jingle nicht dabei. Jetzt aber wirklich, ciao.